Ja, wir haben uns entschieden, doch noch einen kurzen Trip zu machen. Heute ist ja Samstag. Anne muss noch bis 14 Uhr arbeiten und danach sind wir losgefahren an die Mosel bei Neef und haben wir morgen eine Wanderung geplant, den Kalmund. Kalmund ist sagen Sie, auf jeden Fall der höchste Weinberg in Europa und da gibt es so einen kleinen Klettersteig, den sind wir schon vor etlichen Jahren mal gegangen, der war super schön. Und ja, den zeigen wir euch noch morgen. Ne? Ja, so stehen wir jetzt hier in Neef auf dem Stellplatz. Im Hintergrund sieht man den Neefer Frauenberg. Ja, ist doch eigentlich schön hier. Ne? Auf der anderen Seite zeige ich euch gleich noch, ist direkt die Mosel. Jetzt trinken wir erstmal einen schönen Tass Kaffee. Ja, da sieht man jetzt die Mosel. Direkt auf der gegenüberliegenden Seite ist Prem. Und von Prem aus geht's zu dem Klettersteig, den wir morgen vorhaben anzugehen. Das sind 2 Kilometer, glaube ich, von hier ungefähr zu Fuß. Ja. Für morgen haben sie super Wetter gemeldet. Macht bestimmt Spaß. Wir wollten gleich noch in die Pizzeria. Die ist in Prem. Macht allerdings erst um 18 Uhr auf, deshalb haben wir ein bisschen Zeit. Ja, und so gehen wir jetzt mal quer durch Schnee und schauen uns mal den kleinen Moselort hier an. Wir gehen jetzt hier über die Brücke nach Prem. Aber wie gesagt, in Prem gibt es die Pizzeria, da wollen wir ja hin. Und da unten kann man noch unser Auto sehen auf dem Stellplatz. Jetzt. Genau. Schön in den Weinberg. Kleine Weihnachtsbaumplantage. Wir sind jetzt hier in Prem an der Kirche. Machen noch eine kleine Geocaching-Runde. Und dann geht's ab zur Pizzeria. Wir sind jetzt hier am Start vor dem Kalmann-Klettersteig. Hier geht's dann morgen los. Hier sieht man jetzt auch die steilen Weinberge von Kalmont. Wir warten jetzt hier aufs Essen. Ja, wir sind jetzt wieder am Rückweg nach Neef. Haben jetzt lecker gegessen. Ne? Eine Pizza, ich Nudeln mit Lachs. Mit Lachs, genau. Und ja, jetzt haben wir 20 Uhr zum Camper und dann ja, gemütlich noch ein Filmchen gucken. Ne? Sonntagmorgen, 10 Uhr haben wir jetzt, ja, wir sind jetzt abmarschbereit, gehen vom Stellplatz hier rüber auf die andere Moselseite nach Prem und da machen wir den Kalmonder Klettersteig. Wir sind jetzt hier wieder am Start angekommen von dem Klettersteig, hier waren wir gestern Abend schon gewesen und ja, jetzt geht's los. Ich zeige euch mal, wie hier der Anfang ist, eine kleine Treppe und dann ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ja, das ist erstmal der Einstieg. Dann geht's rechts rum und dann mal abwarten. Ja, so geht's jetzt hier weiter. Mitten durch die Weinberge. Und das ist erstmal die erste Aussicht.
rechts Prem und links hinter dem Berg Neb, wo unser Auto steht. Da kann man jetzt den Weg erkennen. Da um den Stein rum sind wir jetzt gerade gekommen. Und weiter hinten sieht man auch den restlichen Teil des Weges. Ja, hier ist schon Trittsicherheit gefragt. Jetzt kommt hier die erste kleine Kletterpassage. Hier geht es jetzt weiter da hoch, an dem Seil entlang. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt hier noch Trauben lesen kann bei der Steillage. Da ist ja richtig Sport für die Leser. Erstmal ein Päuschen gemacht jetzt, ne? Jawohl, man es verdient. Hier sind wir jetzt bei der Gipfelfahne. Moment, ich zeige euch die mal. Da haben wir sie. Jetzt hier oben an der Feuerwehrhütte angekommen, am Ende von dem Klettersteig und gehen jetzt den Höhenweg zurück nach Brenn. Ne? Mhm. Also der Steig ist ja schon empfehlenswert. Ne? Ja, das schlimmste Stück fand ich jetzt das letzte Stück hier, wo es wirklich richtig steil nur berg hoch ging. Einfach nur, nicht durch die Felsen klettern, sondern einfach nur steil hoch, das ist anstrengend. Genau, das war das Schlimmste. Ja, ich würde sagen, für Familien mit kleineren Kindern ist das nicht so empfehlenswert, aber ansonsten ist das eigentlich kein Problem. Der 24-Stunden-Trip geht jetzt zu Ende. Wir waren ja zum ersten Mal jetzt hier an der Mosel. Ob schon zum letzten Mal, ne? Ne, sehr schön. War sehr schön, ist ja nicht weit von uns. Von den Kosten her, der hat jetzt 12 Euro die Nacht gekostet, dieser Stellplatz. Und das ist durchaus im Rahmen. Ne? Ja. Strom hätte noch 3 Euro gekostet zusätzlich, aber den braucht man ja eigentlich nicht mehr, Solar. Und von daher ist das wirklich eine feine Sache hier. Ne? Mal schauen, wo uns das nächste Mal hinführt, ne? An die Mosel.